Einen guten Abend euch allen. Auch heute Abend nehmen wir unsere Begrüßung wieder die mit auf, die am Stream dabei sind und wollen ein wenig weiter in unseren Elia-Welten schreiten. Aber bevor wir das tun, geben wir erst einmal uns ein bisschen Zeit, unseren Gott zu ehren und zu beten. Und wir beginnen mit einem ersten Lied, 10.000 Gründe. Fortsetzen wollen wir mit Gott, mein Herr, es ist mir ernst, das Lied ist dir geweiht, ich will dir danken unter den Völkern. Thank you.
Das ist schon ein besonderes Vorrecht, lebendiger Gott, dass wir dich mit diesem Satz besingen können, dass deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist. Diese Grenzenlosigkeit, dieses ohne Ende Sehen der Gnade, das ist ein ganz besonderes Geschenk. Wie unbegreiflich hast du dich uns zugewandt. Wie groß ist deine Güte, deine Freundlichkeit für die, denen du ins Leben hineingetreten bist. Wir danken dir dafür. Danke, dass das der Grundzug ist, den wir erkennen können und den wir immer deutlicher wahrnehmen, wenn wir mit dir leben. Eingebettet in deine Gnade. Danke. Danke auch an diesem Abend, dass wir von dieser Basis aus zusammen sein dürfen, auch miteinander zusammen sein dürfen. Danke für die Lieder, danke für das Gebet und danke für die Bibel, danke für deine Worte auch an diesem Abend. Und wir steigen nicht ein ins Bibellesen, ohne ganz bewusst dich zu bitten, komm und präge und bestimme du. Lass es nicht bei unseren menschlichen Wörtern und Wahrheiten und Einsichten bleiben, sondern gebrauche dein Wort und die Worte der Auslegung, um das zu tun, was du willst, in jedem von uns. Wir unterstellen uns dir, deiner Führung, deinem Geist, deiner Gnade, deiner Wahrheit, deiner Macht und beten dich an. Gelobt seist du, der Alleinige, der Allmächtige, der barmherzige Gott. Amen. Sei still in der Gegenwart des Herrn, das wollen wir gemeinsam singen. Heute Abend wollen wir aus 1. Könige 21 lesen und wir lesen den Text in zwei Teilen. Wir beginnen mit den Versen 1 bis 16 und werden dann Vers 17 zu einem späteren
Vers 17 folgende zu einem späteren Zeitpunkt dann anhängen. Also 1. Könige 21. Nach diesen Geschichten begab es sich Naboth, ein Jezreeliter, hatte einen Weinberg in Jezreel bei dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete mit Naboth und sprach: Gib mir deinen Weinberg, ich will mir einen Kohlgarten daraus machen, weil das so nah an meinem Haus liegt. Ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben, oder wenn dir es gefällt, will ich dir Silber dafür geben, so viel er wert ist. Aber Naboth sprach zu Ahab: Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir meiner Väter Erbe geben sollte. Da kam Ahab heim voller Unmut und zornig um des Wortes willen, das Naboth, der Jezreeliter, zu ihm gesagt hatte: Ich will dir meiner Väter Erbe nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Antlitz ab und aß nicht. Da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein und redete mit ihm: Was ist, dass dein Geist so voller Unmut ist und dass du nicht issest? Er sprach zu ihr: Ich habe mit Naboth, dem Jezreeliter, geredet und gesagt: Gib mir dein Weinberg für Geld, oder wenn es dir lieber ist, will ich dir einen anderen dafür geben. Er aber sprach: Ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Da sprach seine Frau Isabel zu ihm: Du bist doch König über Israel. Steh auf und iss und sei guten Mutes, ich werde dir den Weinberg Naboths, des Jezreeliters, verschaffen. Und sie schrieb Briefe unter Ahabs Namen, versiegelte sie mit seinem Siegel und sandte sie zu den Ältesten und Oberen, die mit Naboth in seiner Stadt wohnten, und schrieb in den Briefen: Lasst ein Fasten ausrufen und setzt Naboth oben an im Volk und stellt ihm zwei ruchlose Männer gegenüber, die da zeugen und sprechen: Du hast Gott und den König gelästert, und führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Und die Ältesten und Oberen, die mit ihm in seiner Stadt wohnten, taten, wie ihnen Isabel entboten hatte, wie sie in den Briefen geschrieben hatte, die sie zu ihnen sandte. Und sie ließen ein Fasten ausrufen und ließen Naboth oben an dem Volk sitzen. Da kamen die zwei ruchlosen Männer und stellten sich ihm gegenüber und verklagten Naboth vor dem Volk und sprachen: Naboth hat Gott und den König gelästert. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, dass er starb. Sie sandten zu Isabel und ließen ihr sagen: Naboth ist gesteinigt und tot. Als aber Isabel hörte, dass Naboth gesteinigt und tot war, sprach sie zu Ahab: Steh auf und nimm in Besitz den Weinberg Naboths, des Jezreeliters, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben. Denn Naboth lebt nicht mehr, sondern er ist tot. Als Ahab hörte, dass Naboth tot war, stand er auf, hinabzugehen zum Weinberg Naboths, des Jezreeliters, und ihn in Besitz zu nehmen. Wahnsinn! Was ist das? Das ist eine ganz kleine Szene, wir hatten schon einmal eine kleine Szene. Es ist nicht das ganz große Bild, es ist die kleine Szene. Aber wir hatten schon mal dieses kleine Bild, denken wir an Obadja, hilft uns im Sinn des Sittengemäldes etwas zu sehen, was so diesen Geist dieser Zeit ausdrückt. Und das ist etwas, was eigentlich oftmals uns sogar eindrücklicher etwas vermittelt, als die großen öffentlichen Kundgaben aus Politik, Medien und Welt, wenn man so diese kleinen, echten Bilder sieht. Wir sehen hier ein kleines, echtes Bild von einer Geschichte, nur eine einzige Geschichte, die sich um Ahab, Isabel, die Vertreter dieser Stadt und Naboth handelt. Und mit diesem Bild kriegen wir ein sehr eindrucksvolles Sittengemälde, ein Sittenbild. Was ist denn damals los? Was war denn Sitte? Wie würde heute vielleicht eher sagen, was war denn Kultur? Was war denn der Geist, in dem das damals ablief? Was sieht man denn, wenn man diese kleine Szene sich anguckt? Nicht, wenn man die großen Versammlungen im Staatspalast in Samaria sich anschaut, irgendwelche besonderen Festivitäten, die offiziellen Verlautbarungen, sondern dieses ganz kleine, konkrete, was hier abläuft, wo es um ein Acker, um ein Feld, um zwei Personen geht, mit all dem, was dazugehört. Das Sittengemälde. Und ihr ahnt schon, was damit natürlich für uns als Endverbraucher
an Möglichkeit besteht. Wir als Endverbraucher können ja auch sagen, was ist denn das, was offiziell von uns weitergegeben wird, was wir so präsentieren, was wir so sind und darstellen, was wir so verlautbaren, was also die Außenseite unserer Persönlichkeit, unseres Lebens darstellt. Und was ist denn das Sittengemälde? Was sieht man denn, wenn man ganz andere Ausschnitte deines, eures, meines Lebens zeigen würde, wenn man da mal hineinschaut in diese kleinen Szene in unseren Mandaten, wo wir vielleicht nicht im großen Auftritt sind, sondern ganz allein an unserem Schreibtisch sitzen, vor uns hinarbeiten. Oder gerade die berühmten Kameras der Außenwirklichkeit abgeschaltet sind und wir nur unter uns sind, nur mit unserem Ehepartner zusammen oder wie auch immer. Was ist denn dann das Sittengemälde? Wie sieht denn dann das Sittengemälde aus? Wie sieht das denn aus, wenn es ins Detail geht? Wenn es ins Konkrete geht? Wenn die Kultur, der Geist, das Eigentliche rauskommt und nicht nur das schön Dargestellte und Präsentierte? Und hier haben wir in Kapitel 21, Elia taucht noch gar nicht auf, der kommt ja noch, keine Hektik, haben wir also noch einmal eine Elia-Geschichte im ersten Königsbuch. Ganz kurz, komischerweise taucht er in 20 und 22 nicht auf, aber in 20 und 22 tauchen andere Propheten auf. Also sehr interessant, dass wir auch das wahr hinkriegen. Elia war bei weitem, abgesehen von diesen 100, ja, bei weitem nicht der einzige Prophet, sondern es gab eine ganze Kultur und Gott hat ganz viele Zeugen. Und in Kapitel 20 tauchen andere prophetische Stimmen und Kapitel 22 taucht dieser berühmte Micha ben Jimla auf. Also noch einmal andere weitere prophetische Gestalten, die neben und zur gleichen Zeit wie Elia gewirkt haben. Wir haben jetzt unter der Ahab-Regierung den letzten Elia-Bericht. Die anderen Elia-Berichte, die wir uns in den kommenden Tagen noch anschauen wollen, sind unter den Nachfolgern des Ahab, nämlich unter seinen Söhnen, dann Ahasja und Joram. Da kommen dann noch andere Elia-Berichte. Hier ist die letzte uns bekannte Ahab-Elia-Berichterstattung im ersten Königbuch. Also wir schauen uns dieses Sittengemälde an und im Hinterkopf haben wir unser eigenes Sittenbild. Was ist es denn, wenn man sich diese Frau, diese Isabel anschaut? Man muss sagen, vielleicht ein Stichwort, ein Charakterzug, dann würde man sagen, die Frau ist maßlos. Die ist maßlos. Man kann ja erstmal positiv sagen, die hat taff. Bei der bleiben die Dinge nicht liegen. Was die anpackt, setzt die um. Das zieht die durch. Da hat die überhaupt keine Grenzen. Da hat die ihren Stil und das macht die in einem absolut bewundernswerten Auftritt. Die zieht da ihre Spur durch wie ein scharfes Messer. Eindeutig. Und wo die durchgegangen ist, da ist nachher nichts mehr da. Da ist nichts mehr so, wie es war. Das ist wie ein Panzer, der einfach alles rechts und links, was sich in den Weg stellt, an die Seite donnert. Alles, was diesen Text ausmacht, wir haben ihn ja gelesen, drückt etwas aus von einer vollkommen anderen Kultur, einem vollkommen anderen Geist, einer vollkommen anderen Sitte, als sie für das Volk Israel, als sie für das Volk Gottes vorgegeben war und galt. Unglaublich. Kurz hinterhergehen, es ist eine komplette Missachtung des israelischen Grundstücksrechts. Das läuft anders, gute Frau, als in Sidon. In Sidon kann man das so machen. In Israel geht das anders. Denn ich bin als Jude, als Bürger dieses Landes gar nicht in dem Sinn Besitzer. Ich bin es nicht. Es ist mir und meiner Familie anvertraut vom lebendigen Gott. Alles Land gehört übrigens nie mir, es gehört Gott. Und er hat es verteilt, denken wir an Josua, in die Stämme, in die Familien. Und es wird weitergegeben, es wird nach Verkauf wieder wie im Leihrecht zurückgegeben. All die ganzen Dinge, wir kennen das ja. Das wischt die einfach komplett weg und zieht hier ihren eigenen Stiefel vor. Durch. Auch die Missachtung des israelischen Königsrechtes. Es läuft anders als in Sidon. In Israel hat der König nicht automatisch mehr Recht und kann machen, was er will. Er ist eben nicht der absolutistische Monarch wie in anderen Ländern. Er ist ganz reglementiert in den Vorgaben der Tora. Das war natürlich auch dem Geist von Sidon ja überhaupt nicht gewohnt. Sie missachtet komplett, dass es da Gottes Gebote gibt. Die zweite Tafel,
der Gesetze, wir denken nur an diesen schlichten, einfachen Satz, du sollst nicht lügen, ist einfach komplett gestrichen. Gibt es bei der Frau, da ist kein Feld da, wo die irgendwie reagieren würde, wo irgendwie eine Gewissenssensibilität da wäre, der geht da durch. Sie instrumentalisiert das Nächste, alle Systeme zu ihren Gunsten. Das ist schon faszinierend, wie das geht. Ein staatlich angeordneter Lynchmord, der hier konsequent sauber durchgeführt wird. Mit Siegel und Brief laufen die Dinge hier ab. Und da, wo Isabel steht, steht 6-mal ein Wort tot. Da, wo die Frau auftritt, da vertreibt sie tot. Extrem weit fortgeschritten ist der moralische Zustand dieses Landes. Keine moralischen Hürden sind mehr da. Die muss noch nicht einmal die Ältesten dieser Stadtversammlung irgendwo überzeugen. Das sind Erfüllungsgehilfen des Willens dieser Frau. Das läuft einfach nur durch und der Vollzug wird ordnungsgemäß und gehorsam dem Hof entsprechend wieder bescheinigt. Das ist schon nicht schlecht. Also was die Frau tut, ist erstaunlich, dass sie ohne irgendeine Form von Revolution, ohne irgendeine Gesetzesänderung, quasi mit Recht mit Bezug auf die Gesetze, Heiligkeitsgesetz, Bundestreue, einfach diesen Mann wegschaffen kann. Sie muss noch nicht einmal als Gesetzesbrecher auftreten und tritt sogar noch Torah-konform auf. Das ist große Klasse. Das ist große Klasse, wie man aus Lüge eine neue Wahrheit bauen kann. Dafür steht Isabel. Gut, wir wissen, dass das, was sie macht, das ist maßlos. Nein, es ist eigentlich, ist das Wort nicht richtig. Die Frau ist nicht maßlos, sie hat ein Maß. Sie ist das Maß. Sie ist das absolute Maß. An ihr und ihren Wollensvorstellungen hat sich alles zu messen. Sie rutscht komplett in die Mitte des Universums. Da ist sie. Mein Wille, mein Gesetz, meine Person. Das Ding, was wir hier beschrieben haben, das wissen wir aus 2. Thessalonicher 2, Vers 3, das hat endzeitliche Züge. Das ist das, was wir im Neuen Testament im Zusammenhang beschreiben als den Mensch der Gesetzlosigkeit. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit hat eben kein Maß, keine Grenze, keine Norm mehr. Er macht es für sich selbst. Er hat nicht mehr vorgegeben, an das er sich halten müsste. Das heißt, wir entdecken hier durch ein Modell einer endzeitlichen Struktur. Und wir entdecken natürlich auch, dass solch eine Person nur deswegen so stark werden konnte, weil die anderen um sie herum so schwach waren. Das allerdings muss auch gesagt werden. Und wir kommen ja gleich auf den Schwächsten der ganzen Runde zu sprechen, nämlich auf ihren Mann. Aber bevor das kommt, lass uns noch einen Sprung wagen, denn diese Frau hat ja eine unrühmliche Rolle dann im Neuen Testament bekommen. Und die kann jetzt an der Stelle, muss an der Stelle erwähnt werden. Denn Isabel taucht im Neuen Testament noch einmal auf. Im Neuen Testament taucht sie noch einmal auf und natürlich für uns hochinteressant in den absolut letzten Seiten der Bibel. In der Offenbarung, in Kapitel 2, kriegt Isabel eine neutestamentliche Auferstehung. Und diese neutestamentliche Auferstehung sieht so aus, dass es im Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira, Offenbarung 2, Vers 18, fortfolgendes heißt. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe, dein Glauben, dein Dienst, deine Geduld. Ich weiß, dass du je länger, je mehr tust, aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das ist eine Metapher. Eine Metapher für ein Einzug eines geistigen Systems in die Gemeinde, die Isabel Charakter hat. Das Isabel Charakter, das Einzug eines Systems, das Isabel Charakter hat. Und Isabel Charakter, entdecken wir, ist bestimmt von einem Götzendienst,
Und das Bild von Hurerei und Götzenopfer ist genau diese Sprache, Hurerei in dem Sinn von Bundesbruch. Das heißt, es kommen andere Systeme, andere Götter, Götzen mit hinein in die Gemeinde. Was uns an der Stelle natürlich bewegt, ist, dass wir die Isabel natürlich immer bisher schön ordentlich sortiert haben. Wo? Die ist draußen und wir sind drin. Und jetzt in der Offenbarung rutscht die nicht nur im Sinne eines antichristlichen Bildes, 2. Thessalonicher Brief, sondern sie rutscht jetzt als eine Anfechtung und Schwierigkeit in die Gemeinde hinein. Das heißt, der neutestamentliche Christus sieht durch Johannes die Gefährdung unter anderem neutestamentlichen Gemeinde, dass es sich öffnet für diese Kultur, für diese Sitte, für diesen Geist, den wir mit Isabel verknüpfen, nämlich ohne Maß in die Gemeinde Jesu mit hineinzubringen, was in der Gemeinde nicht gilt. Was in Israel nicht galt, hat Isabel hineingebracht. Maßlosigkeit, Bundesbruch, Wegschieben der Gebote, des Gesetzes, sich selbst in die Mitte stellen, das gab es in Israel nicht. Und sie bringt diesen Geist, diese Kultur, diese Sitte hinein. Und Johannes sagt, achtet auf eure Gemeinden, Thyatira und Co., dass dieser Geist, diese Sitte, diese Kultur der Maßlosigkeit, des Wegschiebens der Normen Gottes, der Eindeutigkeit des Bundes zu diesem Gott, dass dieser Geist Isabels sich nicht ausbreitet. Und da merken wir etwas, nicht, dass wir es natürlich auf gar keinen Fall wollen, sondern wir merken etwas, was wir natürlich noch weniger wollen, dass wir innerhalb der Gemeinde an manchen Stellen die Aufgabe haben und haben werden, etwas zu sagen, was wir ganz ungern tun, nämlich nein. Das tun wir ganz ungern. Sagen, nein, das geht nicht. Das wollen wir nicht. Das ist nicht gut. Das entspricht nicht unserer Kultur, nicht unserer Sitte, nicht unserem Geist. Und allein dieses Nein sagen ist etwas für uns so Schwieriges geworden, dass wir es richtig wieder in klarer Weise lernen müssen, aus dem Ja zu unserem Gott auch das Nein zu sagen, was jetzt nicht sein soll und nicht sein darf innerhalb seiner Gemeinde. Und dafür steht die maßlose Isabel, dass man das klar für sich persönlich sieht, so geht es nicht. Und ich will das nicht, ich will nicht in meinem Leben diese Sitte, diese Kultur einer Isabel haben. Dazu gehört tatsächlich ein Nein. Denn wenn niemand gegenüber diesem Geist Nein sagt, ist der da. Der ist da, der taucht auf, der ist präsent, die Frau zieht's durch. Man muss ihr gegenüber Nein sagen, sonst ist dieses Virus wirksam. So, das gilt natürlich auch für unsere ganz persönliche Ebene. Natürlich gilt das auch für unsere persönliche Ebene. Und wir kennen das auch für unsere persönliche Ebene, was unser Sittenbild gibt, das ist das mit dazugehört, dass wir in Jesus Christus für unser persönliches geistliches Leben an der einen oder anderen Stelle sagen müssen, das geht nicht, das will ich in meinem Leben nicht haben. Das ist nicht meine Kultur, das ist nicht der Geist, der bei mir regieren kann. Den will ich nicht pflegen, dem gebe ich keinen Raum. Und diese Aufgabe ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Wie kann ich das hinkriegen? Wir brauchen an der Stelle tatsächlich eine andere Denkkultur. Wir müssen Anführungszeichen, uns ein Stückchen wieder das bewusst machen, dass ein Nein etwas sehr, sehr Positives ist. Das müssen wir uns wieder klar machen. Ein Nein ist etwas sehr, 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 sehr Positives. Und zu unseren ganzen Ja's, die wir gesagt haben, gehört auch das positive Nein dazu. Wenn wir dem Neuen Testament gehen, haben wir doch ganz viele Stellen. Ganz viele Stellen, die von einem Nein bestimmt sind. Und die sind bei uns immer so ein bisschen, oh, tut mir jetzt leid, dass du da Nein sagen musst. Ja? Aber versuch zu verstehen, Nein ist auch wichtig. Das heißt, wir haben immer schon so eine Verteidigungshaltung, so eine apologetische Position. Dagegen müssen wir sagen, ja gut, her mit den Neins, damit ich weiß, wo sind die Grenzen? Wo ist der Zaun? Wo ist die Mauer? Wo hört's auf? Ich will das Nein hören. Weil zum christlichen Glauben gehört immer, bedenkt es, immer auch der Unterschied. Immer auch der Unterschied. Der gehört mit dazu. Und zwar nicht im Sinn von, ich muss mich entschuldigen, sondern im Sinn von,
Ich will in diesem Unterschied leben. Das ist eine Qualität meines Lebens, die Gott mir erlaubt. Ich darf hier anders sein. Ich will hier nicht Kultur, nicht Sitte, nicht Geist von Isabel haben. Ich habe ein klares Nein dazu. Und das Nein ist gut und positiv und wertvoll. Legt ab, sagt das Neue Testament zum Beispiel. Legt ab. Und dann kommen die schönen langen Listen, wenn es um Kleidung geht zum Beispiel. Und natürlich wissen wir aus unserem normalen Umfeld, das ist ja selbstverständlich. Ich habe Klamotten an, die sind kaputt, die sind alt, die sind verschwitzt, die sind dreckig. Und dann muss ich mich ja auch nicht entschuldigen, wenn ich mich umziehe. Sondern das gehört ja selbstverständlich dafür, dazu. Und alle sind froh und dankbar, wenn ich mich endlich umziehe. Ja? Und es dann wieder anders aussieht, anders riecht, sich anders darstellt. So, legt ab. Das ist eine Position in einer Negation. Genau das kommt bei einer Isabel raus. Nein, diesen Geist der Isabel will ich nicht. Blick schwenkt vom Sittenbild, wir sehen ihren Mann. Nun, ihr habt beim Vorlesen das klar registriert. Das ist ja der komplette Wahnsinn. Wir haben hier ein Kind. Wir haben hier ein Kind. Und das ist einfach furchtbar, wenn man ein Kind auf dem Thron hat. Das ist einfach schwierig. Wenn ein Mann nicht erwachsen geworden ist, Katastrophe. Und natürlich wissen wir das, wie viel Kinder in Männerkörpern rumlaufen. Wir wissen das, das ist etwas ganz Schreckliches. Ich weiß es, ich weiß es. Sich ins Bett legen, wegdrehen, schmollen, nicht zum Abendessen kommen. Wo sind wir denn? Nur weil mich irgendjemand erinnert hat, dass es in Israel noch eine gesetzliche Vorgabe gibt, und dass der Wert eines Erbbesitzes von den Vätern her eine Bedeutung hat. Und dass der Naboth sagt, das kann ich mit meiner Einstellung zu Jahwe nicht vereinbaren. Sehr geehrter König, geht nicht. Mit Gold und Geld geht das nicht. Du musst deine Kohlköppe woanders anbauen. Und dann schmollt er weg. Was ist das? Armselig. Und dann lässt dieser Mann es einfach laufen. Das ist so dermaßen peinlich, was da abgeht, dass wenn es nicht so gefährlich wäre, was da geschieht, dann müsste man nur einfach sich wegwenden und nicht hingucken. Man muss hingucken in diesem Sittengemälde. Denn dieses Willensschwache des Ahab schafft dem Bösen Raum. Und das muss uns genau an dieser Figur, Männer und Frauen an diesem Abend logischerweise, klar werden. Das schafft dem Bösen Raum. Und er kennt doch die Frau. Er weiß, wenn ich die nicht bremse, die zieht das durch. Wozu ich nicht in der Lage bin, wozu ich nicht das Standing habe, die lässt's, die kriegt's hin. Der lässt's laufen. Und indem er's laufen lässt, läuft's auch konsequent falsch. Seine Willensschwäche führt zu einem ganz dramatischen Sündenregister, indem er hier einen unschuldigen Mann auf perfide Art und Weise, sozusagen mit dem Segen der Tora, steinigt und umbringt. Absolut widerwärtig und ekelhaft. Bedingt durch Willenslosigkeit. Ich gebe dieser Sünde Raum. Müssen wir was zur Ehrenrettung der Männer tun? Es gibt auch andere. Es gibt auch andere. Das Gegenbild, ich habe nur einen hier aufgeschrieben, das Gegenbild ist ein Boas im Buch Ruth. Genau das Gegenbild. Wo klar wird, da ist eine schwierige Situation, die muss geklärt werden. Dann haben wir in Ruth 3, Vers 18 diesen sehr schönen Satz von der zukünftigen Schwiegermutter von Naomi, die dann sagt, diesen Satz, dieser Mann wird nicht ruhen, er ziehe es denn durch, und zwar heute. Okay, das zur Ehrenrettung der maskulinen Seite. Aber das liegt an etwas ganz Wichtigem. Das liegt daran, dass ich es durchschauen muss. Ich muss das durchschauen. Wenn ich Raum gebe, dann macht sich hier die Sünde breit. Ich bleibe nicht in einem vermeintlichen, neutralen Sektor. Es passiert nicht nichts, wenn ich einfach nichts mache. Sondern wenn ich nichts mache, dann gewinnt die Sünde Raum.
Ihr kennt eure Standardbeispiele, die sind nicht schwierig. Viele von euch haben Grundstücke und haben Anpflanzungen, unterschiedliche Agrarwelten, die sich bei euch zu Hause befinden. Und wenn ihr sagt, oh, das wächst einfach nur so vor sich hin, da muss ich gar nichts machen, dann wisst ihr, was passiert. Jede Schnecke sagt guten Appetit. Ja? Und andere Getier freut sich ebenfalls an eurer Untätigkeit. Da euer Nichtstun schafft nicht etwa nichts, sondern es schafft Raum für das, was nicht gut ist. Das muss mir klar sein. Das muss mir klar sein. Wenn ich nichts tue, öffne ich die Türen für das Böse. Weil um mich herum läuft es anders. Und wenn ich nicht Nein sage, dann kommt es rein. Ich muss was tun. Ich muss was tun. Aber ich muss erst mal das begreifen. Und dann darf ich, wenn ich das verstanden habe, dann darf ich das nächste Problem angehen. Das heißt, wenn ich erkenne, ja natürlich, ich muss was tun, dann kommt ja sofort der nächste Schritt, dass ich sage, dazu bin ich aber zu schwach. Und dann bröselt alles wieder zusammen. Aber ich will ja schon, aber ich kann nicht. Und da habe ich quasi eine Begründung für meine Untätigkeit und habe mein Gewissen auch noch beruhigt mit, ich wäre so gern anders, aber so ist. Seit wann ist das die geistliche Antwort? Da muss ich genau mit meiner Willensschwäche, meiner Untätigkeit, wo muss ich denn da hin? Dann muss ich zu dem hin, der Willen stark ist. Und der die ganzen willensschwachen Typen aller Zeiten umhüllt und das ganz willensschwachen Lulli-Persönlichkeiten Figuren macht, die hinstehen können. Nicht, weil sie plötzlich von sich aus à la Popeye die Power hätten, sondern weil der lebendige Gott in liebevoller Weise sie umhüllt und sie stehen lässt. Eine biblische Figur dafür ist Gideon. Als der lebendige Gott zu Gideon kommt im Buch Richter, erleben wir ja jetzt wirklich nicht den klassischen Helden. Ganz sicher nicht. Meine Güte, was war das ein Persönchen? Sitzt da in seiner Kälte da unten und hat Angst, dass die Midianiter vorbeikommen und beschwert sich noch über den desolaten Zustand und macht das ein bisschen auf klein, 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 klein. Und als Gott dann sagt, du sollst das sein, dann ist er auch noch kleiner. Und dann heißt es so wunderbar in der Bibel. Und dann powerte Gott. Nein. Gott sagt, im Richterbuch heißt es, und der Heilige Geist zog den Gideon an. Also das Wort, was gemeint ist, ist wie ein Kleidungsstück. Das heißt, das Sakko lag da und das Sakko machte nichts. Ja. Aber indem der Heilige Geist das Sakko Gideon anzog, lief das Sakko. Richtig? Und das ist es. Das ist es. Mein Gott, du weißt, wie ich da rumhänge, wie so ein nasser Sack. Das packt, ich krieg's nicht hin, ich krieg's nicht gebacken, ich bin's nicht. Bitte, zieh mich an. Zieh mich an. Nimm du mich. Und dann mach du das, was ich nicht kann. Mach's. Mach's, mein Gott. Mach's in mir. Lass in meinem Leben nicht den Ahabs-Charakter ausufernd sich breit machen. Lass mich das sehen. Ich will ein anderes Sittengemälde. Ich will ein anderes Sittengemälde. Und da, wo mein Wille zu schwach ist, komme ich zu dir. Zieh du mich an. Zieh du mich an. Und bitte, bei diesem ganzen Thema nicht so furchtbar pauschal. Bitte nicht. Je pauschaler, desto weniger passiert. Ach, der moderne Herr, erneuere mich. Was ist das für ein blöder Satz? Du musst ihm schon klar sagen, was dran ist. Am besten noch mit Datum und Uhrzeit. Und wo der Fall jetzt ist, wo es jetzt Stärke bedarf und wo es Wille bedarf und wo du der Hilfe bedarfst. Ganz konkret. Du weißt, Herr, wenn das passiert mit der Person an dem Ort, dann kipp ich um und da brauche ich jetzt deinen Willen, damit Ahabs Geist sich nicht durch mein Leben ausbreitet. Deinen Willen, mein Gott.
tue ich gern, heißt vom Messias im Psalm 40. Und wenn wir das zwar wollen, aber nicht können, dann nehmen wir den, der in uns wollen und vollbringen schaffen kann. Philipperbrief, Kapitel 2. So, das eine ist also Sittengemälde Isabel. Das zweite ist Sittengemälde Ahab. Und jetzt das dritte ist natürlich Sittengemälde Gott. Natürlich mit Absicht, ganz klar, habe ich nur bis Vers 16 gelesen. Denn man fragt sich, wo ist er? Mein Gott, wo bist du? Mein Gott, wo bist du? Unsere gesamte Sympathie ist auf Naboths Seite. Ist denn niemand da, der sich jetzt um diesen Mann kümmert? Hat er niemanden, der da nochmal Stopp sagt? Hat er keinen juristischen Beistand? Wird denn niemand dieses Gemenge aus Lügen und Intrige aufdichten? Das ist ja eine klassische Tragödie, die hier abläuft. Gut, wenn innerirdisch jemand, dann wird Gott da rein. Gott wird da rein knallen. Spätestens bevor der erste Stein fliegt, kommt Feuer vom Himmel und rettet den Naboth. Nein, es passiert nichts. Boah, ist das hart. Apostelgeschichte Kapitel 12. Die erste Begeisterung über die neutestamentliche Gemeinde im Jerusalem-Kontext ist verflogen. Die Kultur, die Sitte, der Geist in der Jerusalemer Religionsbehörde hat sich dramatisch gewandelt. Man will die ein bisschen zurechtstutzen. Normalerweise, man nimmt sich die Köpfe, das ist immer am einfachsten. Das ist sehr wirkungsvoll. Und deswegen holt sich der zuständige König mit der Religionsbehörde den ersten Kopf, den Jakobus, den Gemeindeleiter und lässt ihn einfach hinrichten. Und wo ist Gott? Wo ist Gott? Das ist doch dein Mann. Das war doch der Gemeindeleiter von Jerusalem. Ganz wichtige Person. Ich bin doch verheiratet, Kinder, Riesendienst gehabt. Der verschwindet in der Gefängniszelle und wird einfach hingerichtet. Ein paar Tage später wird der Nächste abgeholt, Petrus. Hat auch sein Urteil gesprochen. In der Nacht, bevor das Urteil vollstreckt werden soll, tritt Gott in das Leben des Petrus hinein, diese Gefängniszelle, macht die Türen auf und der Petrus geht raus. Und du stehst daneben und denkst, erklär es mir. Und Gott sagt, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Mein Gott, aber du weißt schon, dass ich das nicht verstehe. Ja, das weiß ich. Und du weißt schon, dass ich es ein bisschen unfair finde. Ja, das weiß ich auch. Meine Wege, mein Kind. Meine Wege der Führung durchschaust du nicht. Und wenn du anfängst, Kausalspiele zu machen zwischen Jakobus und Petrus, du wirst scheitern. In meine Pläne schaust du nicht rein. Mein Gott, warum hast du zugunsten des Naboths nicht eingegriffen? Er erklärt sich nicht. Das gehört mit zum Sittengemälde. Das gehört mit zum Sittengemälde. Übrigens zum Sittengemälde bis heute. Das gehört zum Sittengemälde im Großen. Stichwort bedrängte, verfolgte Gemeinde. Wo du manches Mal daneben stehst und denkst, mein Gott, wie hältst du das aus? Und das gehört auch ins Kleine hinein. Wo wir manches Mal bei Biografien und Wegführungen von Jesusleuten daneben stehen und sagen, mein Gott, das kann ich aber jetzt nicht kapieren. Das kann ich jetzt nicht verstehen. Ich sage, ja, das kannst du nicht verstehen. Das ist hart, ja. Das ist ungerecht, ja. Du hättest es ändern können, ja. Du hast es nicht getan, ja. Es bleibt also eine Narbe, es bleibt eine Wunde, es bleiben offene Fragen. Natürlich, es bleiben eine ganze Menge offene Fragen. Und je länger ihr lebt und je länger ich lebe, werden die Antworten ja nicht mehr, sondern die Fragen werden mehr. Und das gehört mit in unser Sittengemälde hinein. Okay? Mit ins Sittengemälde hinein, dass wir einen Gott haben, der nicht die kleine Pappmaché-Figur ist, der jeden Piep, den er macht, mit uns abzustimmen hat. Der so groß, so heilig, so mächtig, so anders, so weise ist,
Sag, mein Kind, ich gebe dir viel Einblick. Aber lass auch klar sein, ich bin Gott und du bist ein Mensch, Kat. Und ich muss mich dir, auch über den Naboth, ich muss mich dir nicht erklären. Ist gut. Haben Sie ein Gemälde? Sieht ein Gemälde von Isabel? Nein, ich will es nicht. Ich will nicht, dass diese Frau, dieser Geist Raum kriegt. Weder in meinem persönlichen Leben, noch im Umfeld der Gemeinde. Aber dazu braucht es eins, nämlich es nicht laufen lassen. Auf jeden Fall nicht Ahabs willensschwaches Gedudel. Herr mein Gott, gib du mir den Willen für das Nein und zieh mich an, um den Weg zu gehen. Und da, wo ich mit bescheuerten Fragezeichen vor deinem Nichthandeln stehe, lass mich daran nicht scheitern, sondern es bewusst aushalten, dass es deine Größe ist und du mir nicht rechenschaftspflichtig bist. Das bist du nicht. Du musst dich mir nicht erklären. Aber das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tischbitter. Spät aber, es kam. Aber das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tischbitter. Beerdigung, alles gelaufen. Jetzt mach dich auf. Geh hinab, Ahab, dem König von Israel, zu Samaria entgegen. Siehe, er ist im Weinberg Nabots. Das göttliche System funktioniert absolut blendend. Hat alle Koordinaten und Daten aller Menschen immer auf dem Schirm. Das ist schon gut. Ohne Google. Mach dich auf. Geh hinab. Und rede mit ihm und sprich. So spricht der Herr. Du hast gemordet, dazu auch fremdes Erbe geraubt. Und an der Stätte, wo Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen Hunde auch dein Blut lecken. Ahab sprach zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Er aber sprach, ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, Unrecht tun vor dem Herrn. Sieh, ich will Unheil über dich bringen und dich vertilgen, samt deinen Nachkommen und will von Ahab ausrotten, was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel. Und will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, und wie das Haus Baschas, des Sohnes Achias, um des Zornes willen, dass du mich erzürnt und Israel sündig gemacht hast. Und auch über Isabel hat der Herr geredet und gesprochen, die Hunde sollen Isabel fressen an der Mauer Jezreels. Wer von Ahab stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen. Und wer auf dem Felde stirbt, den sollen die Vögel unter dem Himmel fressen. Es war niemand, der sich so verkauft hätte, Unrecht zu tun vor dem Herrn, wie Ahab, den seine Frau Isabel verführte. Und er versündigte sich dadurch über die Maßen, dass er den Götzen nachwandte, ganz wie die Amoriter getan haben, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seinen Leib und fastete und schlief darin und ging bedrückt einher. Und das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tischbitter. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt hat? Weil er sich nun vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht kommen lassen zu seinen Lebzeiten, aber zu seines Sohnes Lebzeiten will ich das Unheil über sein Haus bringen. In ganzer Kürze noch ein paar Sätze zu diesem zweiten Teil. Der zweite Teil zeigt uns ja, dass das Gericht Gottes, und wir haben es diesen Tagen schon das ein oder andere Mal ein bisschen touchiert, dass das Gericht Gottes eine absolute Realität ist. Immer wieder doppelt denken. Paulus lehrt, manchen geht das Gericht schon innerweltlich voran. Bei manchen wird es erst hernach offenbar, heißt es im Timotheusbrief. Wann Gott wie Gerichte offenbar macht und durchzieht, ist absolut seine Sache. Nur weil der eine, der für uns gerichtswürdig ist, ganz locker durchläuft, ist das Gericht deswegen noch lange nicht abbestellt. Wann, wie Gott welches Gericht anordnet, sein Ding. Nur das Gericht selbst ist
absolute Realität. Gott ist der Richter und er hat ein Urteil gesprochen über Ahab und die gesamte Familie des Ahab und dieses Urteil zieht er jetzt durch. Sogar Isabel bekommt ein Wort. Das ist eine traurige Karriere, die diese Frau gemacht hat, dass sie die erste Königin ist, die ein persönliches Gerichtswort von Gott bekommt. Nämlich dann zu ihr gesagt wird in Vers 23, und auch über Isabel hat der Herr geredet und gesprochen. Sie hat so weit gebracht, dass der lebendige Gott durch seinen Propheten Elia ihr das Gerichtsurteil überliefern lässt durch ihren Ehemann. Und das, was hier jetzt beschrieben worden ist, das titsche ich jetzt nur ganz kurz an, hat Gott tatsächlich umgesetzt. Das lesen wir nicht mehr hier. Hier lesen wir am Ende ja nur noch in Kapitel 22, dass der Ahab relativ friedlich gestorben ist, wie es ja auch dann in dem Schlusstext angedeutet ist. Alles andere von diesem Gerichtstext erfahren wir in 1. Könige 21 überhaupt nicht. Und dann gehen Kapitel und Kapitel und Kapitel weiter. Manch einer liest schon gar nicht mehr und hat auch schon vergessen, dass Gott das durch den Elia ja hier gesagt hat. Und ist dann vollkommen überrascht, dass in den Kapiteln 2. Könige 9 und 10 das ganze Ding plötzlich dasteht und dank, 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 dank abgearbeitet wird. Der gesamte Vorgang. Und die Kapitel 9 und 10 im 2. Königbuch sind für uns, wenn du da einsteigst, komplett fremd. Weil das, was denn jetzt plötzlich los ist, jetzt kommt da so alte Storys über Ahab und was da aufgeräumt wird mit dem Geschlecht der Umriden, was da alles dazugehört. Und dann musst du wieder rückwärts blättern, weil hier steht alles in 1. Könige 21, was in 2. Könige 9 und 10 erledigt wird. Ah, das ist Gott. Das ist Gott. Und in 2. Könige 9 und 10 kommt immer die Formulierung, wie der Herr über uns geredet hatte. Wie er geredet hatte, wie Gott gesagt hatte, wie Gott durch Elia gesagt hatte. Das heißt, das Ding, die Akte, die hier eröffnet wird, wird in 2. Könige 9 und 10 abgearbeitet. Mein Tipp, nicht abends lesen. Denn 2. Könige 9 und 10 sind keine leichten Texte. Da verschwindet ja nicht nur der Ahab, da verschwindet ja nicht nur Ahasja, der nächste Sohn, da verschwinden dann durch die entsprechenden Vorgänge, auch noch viele andere, die dann einfach ausradiert werden, ganze Geschlechter, die da verschwinden, lest nach, wie da insbesondere durch den Jehu diese ganze Gerichtsaufarbeitung durchgezogen wird. Fazit, ganz einfaches Fazit, bitte nehmt Gott tot ernst. Das Fazit. Wenn sich einer nicht vergackeiern lässt, dann unser Gott. Bitte nehmt Gott tot ernst. Das gilt ja nicht nur für die noch nicht Glaubenden. Das gilt für uns ganz genauso. Und so wie ich Gott tot ernst nehmen darf und will, was seine Gnade und Fürsorge und Liebe betrifft, so nehme ich ihn auch tot ernst über alles, was er zum Thema Gericht und Gerichtsankündigungen gesagt hat. Wenn einer konsequent ist, dann dieser Gott. Er zieht das durch. Er hat uns für die Zukunft ganz klare Ansagen gemacht. Ganz klare Ansagen. Und er wird die durchziehen. Er wird die durchziehen. Er ist an dieser Seite ein absolut verlässlicher und sehr kompetenter Pädagoge, der nicht dann einknickt, wenn es darum geht, das jetzt durchzuziehen, was angekündigt wurde. Nehmen ihr bitte mit mir in jeder Hinsicht Gott tot ernst. Und er ist ernster zu nehmen als alle anderen Kategorien, die es irgendwie in deinem und meinem Leben gibt. Das Stichwort, was uns da bestimmt, ist das Stichwort von der Gottesfurcht. Nicht von der Gottesangst, sondern der Gottesfurcht. Gottesfurcht heißt, ich nehme Gott ernst. Das heißt es.
ist ein ganz starkes, wichtiges Wort. Das ist eine ganz starke Qualität eures und meines Lebens. Wenn in dem, was wir tun und lassen, nochmal, nicht Angst, sondern Furcht da ist, ein Ernstnehmen Gottes. Das Zweite, was euch zu sagen ist, ist, was ist das, ein grauenvolles Leben? Was ist das, ein grauenvolles Leben, wenn ich zu Lebzeiten weiß, das hat der Ahab jetzt ja gesagt bekommen, dass den ganzen Rest meines Lebens, inklusive meiner gesamten Familie, unter dem Nein Gottes stehe. Na, das ist eine Stimmung. Ich weiß, dass Gott über mein Leben und über das Leben meiner Familie, über mein Königshaus, meinen Beruf gesagt hat, nein. Und diese Front, diese massive Front steht fortan über dem Leben. Wenn man so leben muss, wenn man so leben muss, das ist furchtbar. Neutestamentlich. Neutestamentlich gesprochen ist das der Zustand der Menschen, die ohne lebendigen Gott durch ihr Leben hindurchlaufen. Johannesbrief Kapitel 3. Wer den Sohn nicht hat, der ist schon gerichtet. Das Urteil ist schon gesprochen, das ist alles, das ist schon erledigt. Das ist schon erledigt. Das steht schon da. Und wenn es dir bewusst wird, dass das große Nein Gottes über dieser Welt ausgesprochen ist, dann ist das natürlich für uns ein ganz klares, starkes Rufen Gottes vom Neuen Testament her. 2. Korinther 5, lasst euch versöhnen mit Gott. Kommt aus diesem Gerichtshorizont doch raus. Kommt aus dem Gerichtshorizont doch raus. Und im Hören darauf zu begreifen, mein Gott, so will ich nicht leben. Ich will nicht unter deinem Nein leben. Und ich muss neutestamentlich auch nicht mehr unter einem Nein Gottes leben. Ich muss nicht wie Ahab leben. Und ich darf aus den Gerichtszusammenhängen meines Lebens aussteigen, nicht nur einmalig grundsätzlich in meiner Hinwendung zu Jesus Christus, sondern immer wieder neu. Aus den Gerichtszusammenhängen meines Lebens aussteigen. In der Gerechtigkeit von Christus, der Vergebung der Schuld sagen, mein Gott, hier bin ich. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So dürfen wir leben. Ganz anders. Ich stehe nicht unter der Gerichtswolke des Neins meines Gottes, sondern ich stehe an diesem Hügel Golgatha und danke dir, mein Gott, dass ich auch an diesem Tag, an diesem Abend, ohne Gericht den Tag beschließen kann und du für diesen Tag einstehst. Deine Barmherzigkeit, deine Güte, deine Vergebung, deine Liebe, das ist meine Basis. Ich kann ganz anders leben. Beschließen? Dass unser Gefühl sagt, der Schluss hätten wir jetzt nicht gebraucht. Oder? Diese Verse 27 bis 29, das überrascht uns jetzt. Es ist sogar so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ich diese Textpassage lese, dann kennen wir noch Naboth Weinberg, da sind wir noch halbwegs drin. Aber es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, habe ich gar nicht gewusst. Dass diese Nullnummer, dass dieser willensschwache Typ, dass er sogar noch so eine Pseudo-Wende da am Ende hingelegt hat. Und eigentlich, sind wir ehrlich, wir nehmen es ihm nicht ab, ne? Wir nehmen es ihm nicht ab. Und wir würden gerne Gott beraten. Und sagen, Gott, das ist absolut zu vernachlässigen, was der jetzt noch gerade meint, da reindrücken zu müssen. Lass dich doch nicht einlullen, nur weil der jetzt mal für ein paar Stunden einen auf Demut macht. Und ganz wichtig heute, denk an die Opfer. Denk an die Opfer. Jetzt denk mal an die Witwe von dem Naboth. Das geht doch nicht. Und bitte, wenn du schon meinst, du musst das durchziehen, mein Gott, dann hab wenigstens so viel Stil, dass du aus der Nummer den Elia raushältst. Denn der hat unter diesem Mann so unendlich gelitten. Und jetzt sprichst du mit deinem Propheten über, oh, guck mal, wie der Ahab sich entwickelt.
Das ist uns zuwider. Und merken wir, je mehr es uns zuwider wird, merken wir, wo wir landen? Merken wir, wo wir landen? Bei welchem Propheten wir landen, der auch ganz große Probleme mit dieser Art Gottes hatte? Ja, ganz genau. Das ist die klassische Jonasuppe. Ich wusste, dass du barmherzig bist. Da musst du einer Piep sagen und dann drehst du ab, mein Gott. Gott sagt ja. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Und das wirst du auch nicht ändern, du Mensch, dass ich so bin. Selbst dieser Minischritt des Ahab bleibt bei mir nicht unbemerkt. So bin ich, dein Gott. Und von dieser Art Gottes übrigens lebst du und ich auch. Von daher geben wir am Ende dieses Abends unsere Jona-Gesinnung in die Tonne und stehen miteinander da und sagen, mein Gott, das Sittenbild meines Lebens darf ich jetzt vor dir neu malen. Raus aus Isabel-Welten, raus aus willensschwachen Ahabs-Spielereien, demütig anerkennen, dass du Gott bist und dich mir gegenüber nicht zu rechtfertigen hast. Über die Maßen glücklich, dass ich mit meinem kleinen Leben aus dem Gerichtshorizont auch für diesen Tag raus bin und sehr, sehr stolz bin auf dich, meinen Gott, dass du so bist, wie du bist. Mein Gott, anders als du bist, will ich dich nicht haben. Ich bete. Vater, wir danken dir für dieses Sittengemälde. Wir danken dir dafür, dass wir auch unser kleines Leben damit hineinzeichnen können. Und wir danken dir einfach an diesem Abend dafür, dass wir unter deinem rechtfertigenden Schutz leben dürfen. Kein Tag mehr außerhalb der Wirksamkeit des Kreuzes Jesu Christi. Kein Tag mehr. Kein Tag mehr im Gerichtshorizont. Kein Tag mehr unter deinem Nein. Und bitte, Herr, weil du uns so gut kennst, bitte zieh uns an. Du weißt, wie wir die Dinge laufen lassen. Du weißt, wie wir es schleifen lassen. Du weißt, wie manches Mal wirklich Böses, Bescheuertes, Doofes, Ekliges in unserem Leben passiert ist. Bitte zieh uns an. Und geh mit uns schwachen Ahab-Typen einen neuen Weg, Schritt für Schritt. Und dann lass uns zu Männern und Frauen werden, die Maß halten, die an Gott Maß halten, die dankbar sind für die Ordnungen, die Gott geschaffen hat, die dich fürchten. Und dann kriegt unser Leben ein anderes Sittengemälde. Und das wollen wir gerne. Zeichne du in unserem Leben mit deiner Kraft, deiner Barmherzigkeit, deiner Reinheit, deiner Gottesfurcht unsere Biografie. Danke für deine Worte. Amen.